Dann würde ich mal sagen, wir tragen mal jetzt ganz, ganz viel dahin und machen einfach über Nacht mal ein paar Steinhacken, damit ich mir die Schafe problemlos leisten kann. Fünf Stück. Danach kann ich auf jeden Fall wieder was tragen. Ich brauche die Steine. Also wenn ich dann noch mehr habe, könnte ich eigentlich sogar Eisenwerkzeuge dauerhaft herstellen lassen. Da könnte ich, wenn ich dann die Mine endlich habe, da könnte ich dann wirklich drüber nachdenken. Dann bräuchte ich auch weniger Steine. Die Mine ist bald freigeschaltet bei mir. Es dauert nicht mehr lange und fehlen mir noch, ich glaube, 700 Punkte waren. Wenn ich die dann habe, dann habe ich Crafting-mäßig soweit alles bis auf das letzte Lagerhaus, glaube ich. Aber es wäre schon mal schön. Fehlt echt ein Stein hier. Ich hole gleich nochmal ein paar Steine rüber. Kilo Stöcke. Nehme dann noch ein paar Beeren mit und habe ich es eigentlich soweit. War denn die Steine überladen mich schon? Ah ja, okay, ich habe ja auch noch die blöden Hacken dabei. Ich bin aber froh, dass ich die ganzen, dass ich nicht alles sinnlos verkauft habe an Leder. Also sonst hätte ich mich wahrscheinlich letzten Endes doch geärgert. Weil mit dem Leder konnte ich jetzt viel, viel bessere Sachen anfangen. Und das Stroh, das ich nicht einfach so verkauft habe. Ich habe zwar schon wieder vergessen, was ich für die Hüte gekriegt habe, aber es war bestimmt mehr als 20. Aber sicher bin ich mir gerade auch nicht. Wäre zumindest sonst sehr merkwürdig, wenn man weniger kriegt. Das ist eine Balancing-Sache, das gibt es in Spielen, aber es wäre trotzdem blöd. So, die Steine sind dann alle weg, dann verarbeite ich noch die Stöcke. Ich sollte vielleicht mal aufhören und die Steine ein bisschen sparen. Vielleicht aber auch nicht. Steinhacken sind auch Geld. Mich wundert nur, dass sie die alle immer kaufen. Die Stöcke wiegen dann wahrscheinlich noch sehr viel. Und so passt's. So wird ein Schuh draus. So noch bist du. Was ist mit los mit euch? Warum schlaft ihr nicht einfach? Berthold, du wirst schon langsam richtig groß. Deine Mutter ist zur Lykantropin geworden, wie es scheint. Die bleibt nur noch draußen bei Nacht. Nehmen wir erstmal die Bären. Oh, 54 Kilo Bären. So. Auf nach Nordosten. Ne, ich muss nach Nordwesten. Und dann kaufe ich mir meine Schafe. Und dann gucke ich gleich mal, ob ich da auch Ziegen reinstecken könnte. Muss ich ja auch keinen Dünger mehr kaufen. Die Schweine sollten mehr als genug produzieren. Oh, Händler. Wisst ihr noch, als ich hier ständig Holz klauen musste? Bin ich nicht mehr darauf angewiesen.
Oh gut, da ist noch ein bisschen Geld. Hier, gib mir erstmal die Steinhacken, die sind scheiße schwer. Den Rest kriegst du die Bären. Oh, Händler 2. Oh, du sitzt ja hier. Erstmal das, weil es super schwer ist. Dann nimmst du die. Dann nimmst du die. Mehr habe ich, glaube ich, nicht. Reicht auch. Wo sind eure Ziegen? Oh, jetzt will ich jetzt wissen, kann ich die? Die kann ich in den Pferch packen. Aber ich will erstmal Schafe. Widder. Da passen viele rein. Gott, sind die teuer. Ich brauche mehr Münzen. Ihr werdet schon sehen, ich werde mir Schafe und Ziegen da drin halten. Da passen aus irgendeinem Grund extrem viele rein. Kann mir wahrscheinlich auch keiner genau erklären, warum in diesem Schweinestall so wenig Platz ist und in den Pferch kann ich zig viele Tiere reinstopfen. Was bringt das jetzt? Pferch. Was produziert ihr? Eimer Milch. 0 die Stunde. Da brauchen wir wahrscheinlich Eimer für. Und Wolle. Wofür brauche ich Eimer Milch? Ist erstmal egal. Ich produziere sie erstmal. Wo kriege ich Eimer her? Brauche ich, glaube ich, Fäden für. Schafsmilch. Und dann kriege ich wahrscheinlich bei den Ziegen das Gleiche. Werden wir dann gleich rausfinden. Erstmal muss ich gucken, was ein Eimer braucht. Ich weiß nicht, ob ich Leinfaden brauchte dafür. Holzbecher. Wollfaden und Leinfaden, okay. Damit kann ich noch nicht dienen. Verkauf mal hier 11 Kilo. Ich habe ja auch ein bisschen Mehl gemacht, tatsächlich. Weil ich mir gedacht habe, das kommt ganz gut. Ich kann noch zweimal verkaufen gehen, problemlos. Und wir haben jetzt endlich Schafe. Und ich will noch eine Ziege. Ich will eigentlich noch zwei Ziegen, aber die sind auch teuer. Kühe geben höchstwahrscheinlich auch Milch, bloß noch mehr. Lauf doch genau drauf zu. Wo bin ich jetzt hingerannt? Okay. Jetzt habe ich nur das Problem, dass keiner von denen aus irgendeinem Grund Geld hat. Obwohl ich hier gerade massiv gekauft habe, oder habt ihr doch plötzlich wieder? Ich soll doch zum Richtigen gehen. Die hat garantiert kein Geld und Dagobert hat es auch nicht. Nö. Warte mal, hast du Wolfhäden?
Die hat Leinen und Wollfäden. Obwohl, nee. Das kann ich später immer noch machen. Er ist draußen. Klappe, ihr blöden Ziegen. Wieso habt ihr nicht mehr Geld? Er ist auch schon ziemlich blank. Ach, fress ich die halt im wahrsten Sinne des Wortes. So, frei mit sehr vielen Bären. Klappe zu, ihr verspottet mich doch. Da fehlt mir echt noch. Das meinte ich, du denkst, du hast so viel Geld und dann ist es eigentlich wirklich gar nichts. Tiere kaufen ist echt teuer. Habe ich hier noch was in der Nähe? Ich könnte nach Lesnica gehen und da noch was verkaufen. Die haben eigentlich auch sehr viel Geld. An Inventarzeug sollst du nicht. Kram soll es jetzt erstmal nicht liegen, glaube ich. Das Problem ist halt, dass die nichts haben, was sie mir noch geben könnten an Geld. Bis ich das blöde Kackpferd freigeschaltet habe, dauert es auch noch. Ich glaube, damit wäre es auch nochmal viel, viel leichter. Wenn ich in mich 60 Kilo lade und in das Pferd nochmal, das haut rein. In der Taverne ist, glaube ich, auch noch Zeug. Ich hoffe, du kochst hier fleißig. Da ist einiges. Okay, krieg ich sogar mit. Hier werde ich dann wieder haufenweise Lebensmittel herstellen. Offscreen. Da muss ich eigentlich genau nach Westen, nicht wahr? Ja, genau nach Westen. Ich hoffe, er baut in Zukunft ein bisschen mehr an. Boah, hier 5000, ich brauche fast doppelt so viel. Ich muss echt mal gucken, dass ich. Vielleicht baue ich einfach nochmal ein Feld, auf dem ich selber Sachen anbaue. Vielleicht brauche ich auch einfach. Ich könnte auch eine neue, größere Scheune bauen und vielleicht noch ein, zwei Häuser, in die dann einfach noch ein paar Bauern reinkommen. Ich glaube nämlich fast, dass die Felder sind zu. Hallo? Die Felder sind zu groß für das, was ich abverlange. Aber anfangs haben sie es doch auch hingekriegt. Warum jetzt nicht mehr? Am Dünger kann es jetzt nicht liegen. Benötigt Dünger? Ihr habt doch. Ich guck dann mal. Muss ich vielleicht diesen Dung in Dünger umwandeln? Okay, dann fehlt's echt am Dünger. Das finde ich aber echt scheiße. Ich hab doch echt jetzt Schweine, die da Dünger produzieren, noch und nöcher und trotzdem. Reicht's anscheinend nicht.
Was produziert ihr? Weniger davon. Das passt schon. Ah! Das ist zu wenig. Macht hier mal Dünger. Ich helfe euch dann. Machst du nicht Händler? Hey, mein Vorgänger von Finanzen hieß Gundolf. Nicht Finanzen, von der Allianz hieß Gundolf. Ja, der hat ein bisschen Geld. Damit kann ich arbeiten. Ich verkaufe das mal das. Und er ist blank. Die Alte ist schon wieder weg, oder? Treibst du dich wieder im Wald rum? Oh, ein Stock. So. Wo ist die schon wieder? Geh nochmal zurück. Da ist er ja, hoppla. So, kauf mir alles ab. Wie viel Geld hast denn du? 1100 immerhin, damit kann ich schon ein bisschen eher was anfangen. Das war's, jetzt habe ich erstmal nichts mehr. Ich muss zu Hause ein bisschen Dünger herstellen. Mach Platz, ich bin der Landvogt. Ach, Dung alleine reicht nicht. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich das nicht beachtet habe. Man muss aus Dung eigentlich keinen Dünger herstellen, den pflanze ich ein und gut ist. Nötig Dünger, ja. Ich sehne die Zeiten her, als sie noch nichts gebraucht haben. Ich sehne mich in Zeit zurück eher. Ich fürchte fast, ich werde es nur bedingt schaffen mit den Ziegen. Man braucht so viel Geld. Aber jetzt, wo ich die Wollfäden kriegen müsste, müsste langsam eigentlich auch anlaufen mit. Wenn ich nie wieder Wolle kaufen muss, also die Wollfäden herstellen, sollte jetzt nicht so schwierig sein. Das kann ich problemlos. Dann kann ich vielleicht auch bald mit der Milch anfangen, aber ich weiß noch nicht, wofür ich Milch brauche. Um den Wizard-Zustand loszuwerden natürlich. Ich wollte eigentlich auch in die Mine gehen, jetzt
Hänge ich schon wieder hier rum, aber es ist auch nicht so wichtig gerade. Ich habe ja meine Werkzeuge. Ach ja, mein Grabungsschuppen für Ton. Die nutze ich auch nicht mehr. Erstmal ist das ist der tatsächlich unwichtig. Wenn du genug Ton hast, erstmal, dann reicht's. Wir stellen jetzt noch ein bisschen. Mehl geht übrigens sehr, sehr schnell. Das dauert eine Sekunde. Dann ist aus sind fünf Körner zu einem Mehl gemacht. Fand ich echt toll, als ich das gemacht habe. Ich gedacht, wow. Jetzt habe ich ein bisschen Dung raus. Wie viel haben wir denn? Ein paar Kilo kann ich mitnehmen. Wir haben Wolle. Wir haben einmal Wolle. Wir haben schon wieder kein Brennholz mehr. Ich werde, wie gesagt, ich werde das über Nacht dann einfach mal machen. Kurz bevor die Nacht endet, werde ich einfach mal Kilo, tonnenweise Brennholz einfach mal herstellen, schnell. Das kann ich ja auch in die Nacht reinmachen, weil dann habe ich nicht das Problem, dass die Sachen vergammeln oder halbkap vergammeln, wenn dann die Jahreszeit wechselt, weil ich es im Inventar habe. Jetzt ist gerade Sommer, genau. Ja, dann nehme ich einfach mal das ganze Rundholz und dann ist das sofort zu Brennholz und dann kann ich ganz, ganz viel rauspacken. Das werde ich alles offscreen machen. Einfach mal so ein Jahresvorrat an Brennholz. Innerhalb von einer Nacht. Muss reichen. Oh, wie es klingt, als hätte ich ein Schwert in der Hand. Oh, gut machst du es. Hier kann man Mehl, das Mehl malen. Wie schnell geht das? Jetzt würde mich mal interessieren. Ich krieg einmal. Wie genau machst du das? Wie genau machst du aus dem Dung Dünger? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Weil der Dung ist der Dünger. Und ich brauche nicht zweimal Dung, um einmal Dünger herzustellen. Kennt jemand den Film Dung und Dünger? War der schlecht. Aber was genau machen wir hier gerade? Graben wir in der Kacke rum oder... Was genau wird das? Okay, das reicht dann gleich schon. Ich muss erstmal gucken, dass die arbeiten können. Vielleicht reicht das auch schon, dass sie noch ein bisschen was anbauen. Okay, sie gehen aufs Feld auf jeden Fall. Ich verkaufe nochmal schnell was. Da liegt ja jetzt genug Kram drin. Fisch ist auch schon wieder fertig. Könnte auch einfach mal ein bisschen Fleisch so verkaufen. Erstmal gucke ich, was ich auch in der Taverne habe. An Gerichten.
gar nichts, habe ich alles rausgenommen. Interessant. Ich müsste auch noch kiloweise gebratenes Fleisch herstellen. Ich bräuchte echt einen zweiten Spieler, der für mich hier Sachen macht. Okay, also weg mit dem alten Fleisch hier. Und dann noch mal ein bisschen Geld machen. Für das Fleisch werde ich nicht so viel kriegen. Ich habe das Gefühl, der Fisch ist lohnenswerter, was das angeht. So. Wie steht es jetzt eigentlich gerade? Ja, das wird nicht sehr viel Geld werden, da werde ich auf ungefähr 3000 kommen. Das würde aber schon für eine Ziege reichen. Dann weiß ich wenigstens erstmal, ob ich sie zusammenstopfen kann. Was für mich persönlich schon mal sehr viel wert ist, wenn ich das weiß. Und ich glaube, nachdem ich das hier abgeliefert habe und geguckt habe, ob ich noch eine Ziege kaufen kann und vielleicht nochmal schnell ein bisschen Fleisch losgeworden bin. Ach nee, das bringt ja gar nichts. Würde mal interessieren, ob ich die Eimer einfach, was ich mit den Eimer Milch machen kann. Kann ich damit schon was machen? Kann ich damit Käse herstellen später? Das wäre toll, wenn ich damit Käse herstellen könnte. Aber dass ich halt immer wieder Eimer herstellen muss und wenn ich sie verkaufen will, wäre auch blöd. Es sei denn, diese Milcheimer sind unglaublich teuer. In dem Fall wäre es okay. Spätestens wenn ich genug Flachs habe, was hoffentlich bald wieder der Fall sein wird. Du hast da noch ein bisschen Geld. Ne, warte mal. Ah, da ist er. Du gehst wieder raus auf Jagd, oder? Warte, ich will dir erst dein schweres Geld wegnehmen. Ist das nicht viel, viel besser? Schnell zurück zum Dorf. Dann holen wir nochmal eine Ladung Fleisch, verkaufen die. Und dann werde ich offscreen wieder tonnenweise Sachen herstellen. Nur für euch. Müsste auch kiloweise Dünger herstellen. Am besten erst Dünger herstellen und dann mit diesen Händen ungewaschen die Eintöpfe machen. Da lacht sogar der Fuchs. Ich glaube, ich werde mir ja auch was nebenbei machen. Während der eins hier kocht, werde ich mir auch was kochen nochmal. Meine letzte Mahlzeit ist auch schon ein paar Stunden her. Wo laufe ich eigentlich gerade lang? Ah, das stimmt tatsächlich. Nimm mal die Axt weg. Ah, unsere kreideweiße Stadt hier. Ich brauche mehr Häuser. Ich brauche mehr Leute, ich brauche mehr Häuser, ich brauche mehr von allem.
Am besten auch Leute, die für mich arbeiten. Schon wieder ist Fisch da. Das Salz verkaufe ich auch mal. Ach nicht, du hast jetzt schon wieder kein... Boah, ey! Ich muss wirklich Dünger herstellen. Ich finde das auch langsam nicht mehr lustig. Ach nee, an die kann ich ja gar nichts verkaufen, fällt mir gerade ein. Die haben ja gar kein Geld mehr. Die haben eigentlich auch nichts, was ich dringend bräuchte, außer die Ziegen, aber die kriegen ja leider das Geld da nicht ins Inventar. Das Geld verschwindet ja irgendwie. Ganz schlecht wäre es, wenn Geld eine begrenzte Ressource im Spiel wäre. Dann würde man irgendwann auch nicht mehr daherkommen. So, ihr habt nicht zufällig wieder Geld dabei, oder? Nee. Aktualisiert sich am ersten nachts. Gib mir eine von deinen Ziegen. Kann ich tatsächlich reinpacken? Die ist 1,5 Jahre. Hätte ich gern die. Toll! Was kriege ich da jetzt noch? Was ist besser von denen? Kriege ich da jetzt noch andere Sachen davon? Ein Eimer Milch, 0,03 pro Stunde, 0,2 pro Stunde. Wolle läuft einigermaßen. Wolle geben wahrscheinlich nur Schafe und... Ach, die Ziegen geben die Milch. Ah, okay, ich verstehe. Von den Ziegen kriege ich Milch, von den Schafen kriege ich Wolle. Macht ja auch Sinn. Also, dass ich von Schafen Wolle kriege, ist mir schon klar. Aber die, ich dachte, ich kann auch Schafsmilch kriegen. Jetzt. Ich sehne den Tag herbei, dass ich Kuchen machen kann. Das wird ein schöner Tag in diesem Spiel. Dazu brauche ich aber die Taverne in der nächsten Stufe. Oh ja, dieses Haus ist beschädigt, hat aber auch noch ein Strohdach auf der Seite, warum weiß ich gar nicht. Muss ich vielleicht mal korrigieren. Und ich korrigiere ich wahrscheinlich auch mal. Kann ich verstehen, dass die Leute vielleicht nicht so glücklich drüber sind. Erstmal packen wir hier alles rein, weil ich kann ja eh gerade nichts mehr verkaufen. Salz kann auch weg. Ach, die war noch aktiv. Dass die Ratten keinen Pelz geben, wundert mich immer noch. Dann... würde ich tatsächlich jetzt erstmal sagen, das war Let's Play mit Evil Dynasty für heute. Ich produziere jetzt erstmal haufenweise Dünger, Dünger. Und
Dann mache ich haufenweise Suppen. Und dann mache ich haufenweise Brennholz. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bye, Leute.